Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr werdet euch bestimmt schon wundern, hä, was ist das denn hier? Ich habe damals eine Umfrage bei Instagram gestartet, ob ihr sehen wollt, wie ich ein Bienenhaus oder ein Bienenhotel mache. Ich habe das damals schon mal gemacht für meinen privaten Nutzen. Dieses Jahr hätte ich es wieder gemacht. Und da dachte ich, ja komm, fragst du einfach mal deine Community, ob die was sehen wollen, ob ihr sehen wollt, wie ich vielleicht scheitere, ein Bienenhaus zu bauen. Und es gab sehr viele von euch, die auf Ja gestimmt sind. Und da einmal vielen Dank an euch. Auf jeden Fall ist das die Skizze, um die es sich heute dreht. Und zwar soll das das fertige Produkt sein. Das soll das Bienenhaus sein. Auch schon mit allen Sachen abgemessen, die ich benötige. Die Höhe, die Breite, die Länge und so weiter und so fort. Und so soll es dann zum Schluss aussehen. Das heißt, ich werde euch jetzt nochmal die Sachen zeigen, die ich schon habe. Und wie schon gesagt, jetzt gleich nochmal die Stelle, wo es hin soll. Let's go! Und zwar ist es halt noch so, dass wir auch noch hier viel Laminat und was weiß ich haben. Das werde ich wahrscheinlich auch noch dafür benutzen. Und ich sehe gerade, was haben wir denn da? Hier ist auch noch eine, was ist das für eine Platte? Auch irgendwie noch so eine, doch ein bisschen kürzer als gedacht. Aber auf jeden Fall werde ich das noch mit benutzen für das Haus. Und das ist was anderes, was ich mache, die Platte. Das heißt, ich werde das benutzen. Hier sind noch einige Holzlatten, die ich wahrscheinlich benötigen werde. Wenn ich nochmal irgendwie Holz brauche, muss ich halt irgendwie nochmal in den Baumarkt. Heißt, ich werde euch jetzt nochmal die Stelle zeigen, wo das dann auch hin soll. Einen Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig erkennen könnt, aber hier ist ein großes Stück Wiese, was wir stehen gelassen haben für die Bienen, für die Insekten, für andere Insekten. Und das Bienenhaus soll hier so ein bisschen in die Mitte, ich will nicht zu hoch filmen, genau, auf jeden Fall haben wir dieses Beet halt stehen lassen, das Gras, das es halt wächst, als Zuhause für die Bienen und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, einfach da ein Bienenhaus hingesetzt, Wunderbärchen reingeschaut, wer reingeschaut hat, Daumen nach oben. Auf jeden Fall das zu dem und weitere Videos folgen. Ich weiß nicht, wie viele Parts es werden, auf jeden Fall dieses Video als Info für euch und für die nächsten Videos. Also bis zum nächsten Mal. Seid gespannt auf das Produkt, auf das Endprodukt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Ciao. Tschüss.